means forever, ever, or never mind. Oh, I. Erstaunlich. Diese gesamte Einrichtung war tief im Ozean versteckt. Aber für wie lange? Ein Problem nach dem anderen, Doktor. Ihre Form ist nur ein Schatten unserer Wahrheit. Wir kämpfen gegen das, was uns alle verschlingen. Ihre Bemühungen mit ihren Vorgängern, sie lassen uns fallen. Oh, oh, oh. Oh Gott. So, und dann heißt es jetzt vor allem nachladen. Aufgabe ist, der Avatar des Commandos muss überleben. Ist klar, haben wir eben schon gehabt. Und zerstöre die Avatare. Natürlich die Frage, was wie jetzt, wo ist. Das Ganze soll hier irgendwie unter Wasser sein. Ich bin sehr gespannt. Mit Gizmo fangen wir an. Das heißt, ich werde mich hier ein bisschen... So, ich lasse ihn hier einfach mal reden. Völlig egal, ich kriege mein Wort, denn da komme ich drauf hin. Und zwar ist das heute, also erstmal schön, dass ihr dabei seid. Hier ist euer Rolli am Start mit der letzten, allerletzten Folge von The YouTubers. Und eigentlich ist diese Folge so ein bisschen die Highlights des großen Finales von The YouTubers. Eigentlich der Folge 60, deswegen so dieses kleine Zusatzformat, denn ich wollte ein kürzeres Video machen, wo ich mich ein bisschen als Nachwort bei euch bedanke und mich von dieser Reihe, von diesem Let's Play Format verabschiede und auch euch in Aussicht stelle, was in Zukunft mit diesem Format passieren wird und ob es vielleicht ein Wiedersehen gibt. Ja. Ihr seht hier im Hintergrund ein paar Highlights. Wenn ihr die in großer Struktur sehen wollt, vor allem wenn ihr wissen wollt, warum Mira uns hier im Mittelteil noch angreift, warum Mira sich gegen ihre eigenen Leute, gegen ihren Gizmo stellt, da müsst ihr in die große Version reinschauen. Rechts oben in der Infobox sollte das Ganze jetzt auch auftauchen, beziehungsweise unten in der Beschreibung ist das Ganze auch nochmal verlinkt. Da könnt ihr euch auch nochmal das Ganze, das Große gönnen. Wie gesagt, das ist eine Folge, die geht so, ich glaube 50 Minuten geht das Ganze. Das ist dann doch ein bisschen länger. Und da das nicht jedermanns Sache ist, habe ich mir gedacht, mache ich das Ganze auch nochmal ein bisschen kürzer und kann da auch noch ein, zwei Worte an euch sagen. In erster Linie möchte ich mich natürlich bedanken für das Ganze, für alle Likes, für alle Kommentare, die in diesem Ganzen, in allen Folgen mit drinne stecken. Es gibt ganz viele, die wirklich regelmäßig geguckt haben. Es gibt ganz viele, die auch immer wieder mal sporadisch reingeguckt haben und ganz tolle Kommentare dagelassen haben, die dieses Format unterstützt haben. Ich bin sehr froh, dass ich eure Namen für die jeweiligen Charaktere benutzen durfte. Dafür an der Stelle ganz lieb Dankeschön. Natürlich wollte ich das jetzt in große Reihe noch alles reinbringen, aber ihr wisst, wie das manchmal ist. Manchmal hat man zu viele Ideen für das eigentliche Projekt. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, komm, lieber sage ich es euch, ein großes Dankeschön an euch, dass ihr dieses Projekt mit unterstützt habt. Das Projekt The YouTubers. Senior Lato ist in dem Moment hier, wird besiegt. So viel kann ich schon mal vorab nehmen. Nichtsdestotrotz geht es in der Folge vor allem auch darum, ein paar Highlights zu sehen, ein bisschen euch heiß zu machen auf die große Folge. Die kann man ja auch ein bisschen durchswippen, ist ja nicht das Problem. Die kann man auch durchspulen, das ist völlig okay, finde ich total in Ordnung. Es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Also wer Bock hat auf ein gutes Strategiespiel auf der PS4, XCOM 2 kann ich unwahrscheinlich empfehlen. Ist ein Mega-Spiel, macht super viel Spaß, Story dahinter macht einfach nur mega Spaß und man kann das natürlich alles personalisieren, man kann es alles individualisieren. Das ist ein cooles Gimmick, sollte man nicht außer Acht lassen. Und ich habe ja immer gesagt, also was ich ein bisschen schade finde ist, es gibt ganz viele Namen, ich bin froh, dass ich 95% von euch am Leben erhalten habe, dass es nichts passiert. Also ich finde es ein bisschen schade, dass er sich sehr schnell am Anfang herauskristallisiert, wer so seine Lieblinge sind. Ich hätte wesentlich mehr gerne eingesetzt, aber so ist es manchmal. Man hat irgendwann im Laufe des Spiels, vor allem ab der Mitte, hat man so seine Favoriten, die man dann sehr oft mitnimmt. Was ich sehr schade finde, ist, es ist ja ein kompletter Trupp, ist ja verschwunden, wo ja unter anderem auch Rabi und Leon mit dabei sind oder Newbie mit dabei sind. Man erfährt bis zum bitteren Ende, bis zum Ende dieser Folge, also auch darüber hinaus, nicht, was mit den fünf passiert ist, wo die hin sind oder sonst was. Also sie tauchen auch in der Ehrentafel nicht als verstorben auf, sondern sie sind einfach wirklich verschollen und irgendwo werden sie jetzt misshandelt und müssen die ganze Zeit irgendwelche Backöfen putzen. Ich weiß es nicht. Das fand ich ein bisschen schade, das hätte ich mir gewünscht, wenn es da doch irgendwie die Möglichkeit gibt, sie zu befreien oder zumindest zu wissen, wo sie hingekommen sind.
Aber so ist es nun mal. Und ich habe ja immer auch immer erzählt, was mit War of the Chosen passiert, beziehungsweise warum, wieso, weshalb. Es gibt ganz viele DLCs, deswegen, wenn ihr euch XCOM 2 holt, dann kauft euch am besten die Deluxe-Version. Da ist nämlich alles mit drin, da ist das Grundspiel drin, also XCOM 2, da sind alle möglichen Individualisierungs-Updates mit drin. Und es sind auch die großen Updates drin, wie zum Beispiel, dass ihr die Sparks haben könnt, dass ihr diese besonderen Waffen bekommen könnt und auch die besonderen Anzüge, bis hin zu dem neuen großen DLC War of the Chosen. Ich habe es ein paar Mal schon erwähnt, aber wir haben es ja nie mit einbezogen, denn das ist ein komplettes Kapitel für sich. Und dafür kann ich schon mal sagen, das kann ich schon mal vorab nehmen, es wird einen zweiten Teil die YouTubers geben. Es wird eine zweite Staffel geben, irgendwann im Laufe des Jahres 2019. Ich weiß noch nicht wann, es gibt da noch keinen Plan, wann. Jetzt schaffe ich mir selber erstmal ein bisschen Ruhe davon, erstmal ein bisschen Abstand wieder gewinnen und das Ganze natürlich vorbereiten. Und dann kommt der zweite Teil, also sozusagen die Staffel 2 von die YouTuber in ähnlicher Form. Wird es nochmal wieder geben. Wann genau das kommt, weiß ich selber noch nicht. Muss ich auch erstmal andere Projekte machen. Will ich auch erstmal andere Projekte machen und dann sehen wir hier weiter. Das so schon mal vorab. Wie gesagt, War of the Chosen lohnt sich auf jeden Fall, das DLC, denn es kommt nochmal XCOM 2 mit einem ganz anderen Touch. Und ja, ich will da jetzt nicht ganz so viel vornehmen. Ich kenne auch nicht alles. Ich habe es zwar angezockt, aber von daher alles gut. Ja, wie gesagt, an der Stelle bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß mit den letzten 6 Minuten. Am Ende kommt eine schöne Zwischensequenz oder eine schöne Endsequenz. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich, wie gesagt, möchte mich an der Stelle bedanken für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in anderen Formaten wieder. Das ist ein weiteres Let's Play, was wir geschafft haben. Ich bin da echt froh darüber, das durchgehalten zu haben, das auch so geil, auch Spaß daran gehabt zu haben. Wie gesagt, 60 Folgen, die machen sich nicht von alleine. Deswegen an der Stelle vielen Dank an euch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in anderen Folgen. Ich freue mich auf euch. Bis dann, macht's gut und tschüss, euer Rolli. Mira steht weiterhin unter Gedankenkontrolle. Ja, das ist aber nicht ganz schlimm. Oh Gott. Ja, ist okay. Gesichtslose sind okay. Gesichtslose sind okay. Damit denen kann ich leben. Die Kodexe sind viel schlimmer. Okay, da ist Mira. Wo ist der Kodex? Da hinten ist der Kodex. Wir holen uns den. Gizmo macht das Ding safe. Er kann nur nicht zuschlagen. Nein! Aber er kann auf den Avatar zielen. Ja, dann los. Komm, Gizmo. Yes! Ah, du bist mein Held, Gizmo. Damit haben wir Mira aus der Gedankenkontrolle. Das war's. Wenn die Ältesten das Psionik-Netz nicht mehr stabilisieren, geht alles den Bach runter. Das Tor hält nicht mehr lange. Ihr habt sie gehört. Los! Nope. Jetzt haben wir gefangen. Shen. Sagen Sie mir, dass Sie einen Plan B haben. Gut gemacht. Es war nicht mein Verdienst. Das sollte doch gar nicht möglich sein. Außer? Yeah! Was immer Sie tun, es funktioniert. Heben Sie nur genug Saft für Ihre eigene Heimreise auf. Alles okay? Wir verlieren den Kontakt. Passiert hier, Doktor? Die Ältesten. Sie überlagern die Verbindung. Hüllen das Bewusstsein des Commanders ein. Nein. Dann trennen Sie die Verbindung. Aber dann riskieren wir eine totale Überladung. Sie werden zu
wieder ganz sein. Stabilisieren sich. Synapsenaktivität fast wieder auf normalem Niveau. Es macht ein transdimensionales Psioniknetz weniger. Einsatz erfolgreich, Commander. Hier ist das Befreiungsnetzwerk. Wir senden auf allen Frequenzen. Advent zieht sich überall großflächig zurück. Weiterhin schwere Gefechte in den Stadtzentren, während sich die Advent-Truppen neu sammeln. Wir werden hier von der Flüchtlingswelle fast erdrückt, während die Menschen aus den von Advent kontrollierten Stadtzentren fliehen. Die Ausgangssperre bleibt bestehen. Derweil bekämpft die Verwaltung die aktuelle Krise. An alle in den besetzten Zonen, bleiben Sie standhaft und kämpfen Sie weiter. Wir versprechen Ihnen baldige Hilfe. Sinn. Der Commander hat alles kaputt gemacht. Einfach so. Das ist voll gemein, ja. Jetzt haben die Ältesten gar kein Zuhause mehr. Oder sie kommt doch wieder.